Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der Hauptstadt von Bayern, München, München. Heute befragen wir 100 Leute nach deren Lieblingspizzeria. Und bei der Top 3 von den 100 gehe ich die Pizza dann probieren. Würdet ihr mir ganz kurz für die Kamera verraten, hast du eine Lieblingspizzeria? Also ich weiß es. Also okay, hau raus. Beste Pizzeria ist. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende daran. Schreibt in die Kommentare, welche eure Lieblingspizza ist. Viel Spaß mit dem Video, lasst ein Like da und einen Kommentar. Die ersten zwei Personen, die wir befragen, sind zwei nette Polizisten. Ihre Lieblingspizza. Gratuliert, ahoi. Und Ihre Lieblingspizza? Na, die neue im Grundteil. Schönen Tag. Danke euch, Mann. Mit dabei haben wir auch, natürlich. Peace, Leute, was geht? Oh, hell no. Einer ist Lukas. Bar Commercial. Ja. Pasta Parola. Ciao Napoli. Forza Napoli. Pretty Pizza. Ich mag keine Pizza. Sehr geil. Quarza Napoli. Die heißt 60 Sekunden. Pizza Monaco. Wo kommst du eigentlich gerade her? Vom Strand? In Kalifornien oder? Nee, ich bin Lehrer. Ich komme von der Schule Englisch. Lieblingspizzeria in der Schellingstraße ist eine, die ist ganz gut. Nur Studenten, die haben so ein paar vegane Pizzen. Herzlich willkommen im Englischen Garten. Wir fragen weiter. Sollen wir die Enten auch fragen? Pretty Pizza. Ristorante da Mario. La Piazzetta am Weißenburger Platz. Marius in der Maxvorstadt. Ist eindeutig Mario. Bella Italia. Pizza Europa in Sendling. Als People. Pretty Pizza. Hä? Bist du aus München? England. Do you have like a favorite pizza restaurant in Munich? Bro, I just arrived here. 60 Sekunden. Ich würde auf jeden Fall Mario empfehlen. Ich bin Braunschweiger, yeah, no clue. Napoli Rush. Napoli Slice ist ganz geil. Also das Los Studente auf der Schellingstraße. Pizzeria bei Mario, das ist in der Maxvorstadt. Pretty Pizza. Englischer Garten, check. Wir gehen weiter ins Univiertel. Cappuccino. Mangolo in Haidhausen. L'Osteria, sieht man doch. Forza Napoli ist, glaube ich, ziemlich geil. Lucky Pizza. Bei Mario. Giorgia Trattoria. Komm mal her, der Typ macht ein YouTube-Video. Yo, what's up, man? YouTube, was geht los? Was geht, was geht? Navi, ich ruf dich gleich zurück. Jetzt nerv nicht, Digga, ich klär doch ab, Mann. Yalla, Janicis. Momentan ist Lost Student. Ich finde das Italian Shot sehr gut. Napoli ist heißes. Lieblingspizzeria gegenüber. Wie heißt die Pizzeria? Gegenüber. Ach so, die heißt ja, gegenüber. Ja, sicher hieß es. Also ich habe gedacht, der verarscht mich, aber die Pizzeria von nebenan heißt gegenüber. Das Andiamo in München in der Maxvorstadt. Benko Pizza natürlich. Pretty Pizza. Bei mir Dr. Julie. Cici Trattoria. Same. Soul Kitchen. Die Losteria. Pretty Pizza. Ganz ehrlich, ich esse nicht mal Pizza. Locanda Bocento. Eine Pizzeria in Schwabing. Wie heißt die? Mario. Osteria. Auch Osteria. Location-Wechsel, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen, Marienplatz Area. Lieblingspizzeria in München, Soul Kitchen. Dito. Herzlich willkommen bei Heimgold. Pizza und Pizza Hut. So, damit das Ganze auch fair ist, werde ich Viertel wechseln. Pizzeria Solo in der Zeppelinstraße. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, am Gärtnerplatz. Pretty Pizza, ganz klare Nummer 1. Pretty Pizza, ja. Peaches. Viva Maria. Solo Pizza. City Lounge. Ciao Napoli. Pizzamann Schwabing. Fratelli in Obersendling. Da Cavalieri. Ist Portofino in Giesing, Scharfreiterplatz. Belgrano am St. Jakobsplatz. Soul Kitchen. Umso näher man an das Viertel kommt, umso öfter hörst du halt Soul Kitchen. Und genau das ist der Grund, warum wir auch die Viertel wechseln müssen, in egal welcher Stadt wir das drehen. Ich habe eine ganz kurze Frage. Forza Napoli. Ich sag Dr. Julie. Solo Pizza. Soul Kitchen. Hungriges Herz. Das Taumina München. Nari Nari Pizza, die eröffnet im August. Pizza Domino's. Pizza Heimservice. Pizza Heimservice. Mozamo ist gut. Ich verstehe. Ja. Pizzeria Mario. Sesto Pizza. Fraunhofer Straße ist auch abgehakt. Wir gehen jetzt runter an die Isar und machen die 100 voll. Mama Pizza. Mama Pizza? Ja. Mulzumes, Brumos. Piacere. Don. Okay, egal. Pizzesco. Dr. Trulis. Yeah. Für mich ist Fugazzi. Geh zu Soul Kitchen. Pizzeria Santa Maria. Terra Verde. Die Solo Pizzeria. Cavellos Pizza. Cavellos Pizza. Napoli Rush. Dr. Julie. Napoli Rush. Ich mag Hungriges Herz. 1, 2, 3. Chichi. Also ich weiß den genauen Namen leider nicht, ja. Aber der ist am Rosenheimer Platz neben Dr. Julie. Portofino und Giesig. Soul Kitchen. Losteria. Pasta e Basta. Nari Pizza. Eat Pretty Pizza. Solo Pizza. Jetzt, Ladies and Gentlemen, kommen wir zu Platz 3. 7-mal wurde Soul Kitchen erwähnt. Mit der fangen wir jetzt an. Platz 2 wird noch sehr, sehr interessant. Das ist die älteste Pizzeria in München. Und Platz 1 wird euch von den Socken hauen. Dieser Rand, dieser Teig ist in München aktuell ungeschlagen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Aber die nächsten zwei Pizzen, Platz 1 und Platz 2, haben wir noch nicht probiert. Somit können wir auch nicht sagen, ob das jetzt immer noch die beste ist. Tomatensauce, meiner Meinung nach, perfekter Geschmack. Nicht zu salzig, Käse geil. Teig ist nicht mal, du hast das Gefühl, der schmilzt auf deiner Zunge. Und Pizza ist leicht crunch. Ich weiß nicht mal, welches Stück, ist einfach alle perfekt. Ist krass, gell? Ja. Bei
Bei der guten Pizza kommt gleich die Feuerwehr. Wie du auch schon gesagt hast. Verstehe auch nicht, warum so wenige Soul Kitchen erwähnt haben. Aber vielleicht liegt es daran, dass... Wie lange gibt es Soul Kitchen jetzt? In die Kommentare. Ich glaube, weil der Mario gibt es halt einfach schon ewig. Und ich glaube, es gehen auch eher ältere Leute zu der Mario wahrscheinlich. Und Soul Kitchen ist eher für jüngeres Publikum. Drinks, bisschen Wein, bisschen Pizza. Und Pizza und Wein ist auch so underrated. Wenn ihr dieses Teil mit Belag, mit Tomatensauce und Käse gegessen habt, dann kommt für mich auch noch ein sehr spaßiger Teil, weil dieser Rand entweder mit so Olivenöl, Chiliöl einfach so zu essen, ist auch sehr, sehr geil. Oder einfach ohne nichts. Was man bei Soul Kitchen auch immer erwähnen muss, du kannst eine komplette Pizza alleine essen, die liegt dir nicht im Magen. Dass diese Pizza auf jeden Fall in der Top 3 ist, ist völlig verdient. Der Laden von innen sieht super aus. Also wenn man das alles in die Wertung mit reinnimmt, Atmosphäre, Publikum, ist der Laden für mich nice. Du kannst hierher kommen, du kannst nur ein paar Drinks nehmen, du kannst hierher kommen, kannst eine Pizza essen und Wein trinken. Feier ich auf jeden Fall. Bin super zufrieden und wir gehen zu Spot Nummer 2. Mit insgesamt 8 Bewertungen von 100. Das ist die älteste Pizzeria Münchens. Ich glaube seit 1966. Pizzeria bei Mario. Ich habe immer gedacht, La Mario. Aber egal. Hier wird die Pizza gemacht. Du bist der Chef Pizzaiolo, oder? Ja. Grüß dich. Eure Pizza wurde 8 Mal gesagt. Von 100. Das ist sehr gut. Ich freue mich auf die Pizza. Sehr, sehr schöne Pizzeria, muss ich sagen. Schau ich jetzt mal an. Geschichte. Allerlei Eingelegtes. Da ist bei Mario. Ist das Mario? Oh, ciao Mario. Die altere Mario. Das ist der originale Mario? Das ist der originale Mario. Ah, grüß dich. Und dann sind wir hier im Innenhof. Und hier muss ich sagen, ist eine schöne Ruhe. Wow, 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 wow. Wie lange gibt es diese Pizzeria schon? 1966, ist das richtig? Ja. Wow. Cheers. Cheers, mein Bestie. Dankeschön, Chef. Ich glaube, die Pizza kommt. Warte mal. Es kann nicht sein, dass ich mich komplett zum Affen mache. Aus. Nein, nein, nein. Nicht Neapel. Nicht Neapel. Genau. Aus Italien. Pizza kommt nicht aus Italien. Aus Griechenland. Das hat der Mann gerade nicht in die Kamera gesagt. Bist du Italiener oder Grieche? Beide nicht. Okay. Keine Italienische, keine Griechische. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Es ist so ruhig. Warum? Wegen Griechenland. Wegen dem Spruch gerade eben, ja. Oder? Hier haben wir eine Pizza stehen. Die würde ich so als die Classic Italian Pizza beschreiben. Ich sage ehrlich, vom Aussehen finde ich, dass diese Pizza mal wieder so frischen Wind reinbringt. Es ist auch ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil das halt einfach ein ganz anderer Style ist. Ist schon was Feines. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist, aber ich habe so eine Kindheitspizza. Ich sage jetzt nicht, welche Pizza das ist. Die ist so ein bisschen trashiger. Und die schmeckt ähnlich wie die, nur halt einfach so. Der Käse hat schon so Fett und so Milchigkeit. Und das Käse mit Power, die Tomatensauce ist nice. Ist ein solides Ding. Ich würde da wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sünde wäre, wenn ich da schwarzen Pfeffer drauf machen würde, aber ich würde es irgendwie feiern. Das ist halt einfach, das kann man nicht vergleichen mit einer napolitanischen Pizza. Das ist halt einfach was ganz anderes. Das ist eine Classic Italian Pizza. So, wenn du Pizza essen willst, willst du eigentlich das haben. Das ist so die Pizza, die hast du als Kind, hast du so eine Pizza im Urlaub gegessen eigentlich. Ja. Die ist gut, ja, aber ich bin Fan von diesen neapolitanischen Pizzen. Okay. Manchmal braucht man genau so eine, ja. Aber ja, doch, ich glaube, ich check schon, warum so viele die Pizzeria genannt haben. Das ist das, was ich gesagt habe, diesen frischen Wind ein bisschen bringt. Und ich fühle die Pizza gerade auch sehr, weil du nur noch Napolitan Pizza isst. Überall super softer Teig und dies und hier hast du einfach, das ist Kindheit, Bro. Geschmacklich sitzt sie, 100%. Willst du auch? Oh, schau die Farbe an, Bro. Besser? Besser. Kennst du diese? Das Chiliöl ist so geil. Jetzt fühle ich die Pizza auf jeden Fall zu 100%. Oha, einer. Das war schon safe an diesen Zäpfchen hinten dran, sei ehrlich. Das ist auch eine Pizza, Bro. Die kannst du in die Mikrowelle packen und die wird nochmal geil. Ja. Das ist scharf. Wir sehen uns bei Spot Nummer 3, aber bei Platz Nummer 1. Mit 9 Bewertungen for Pretty Pizza, oder? Eat Pretty Pizza. Eat Pretty Pizza, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das Platz 1. Diese Pizza ist anscheinend vegan. Wir fragen das jetzt mal nach, weil ich das nicht genau weiß. Aber dass diese Pizza Platz 1 wurde, eine vegane Pizza, zeigt einfach nur, wie crazy diese Szene, vegan zu sein, gewachsen ist. Ich wollte eigentlich draußen essen, Ladies and Gentlemen. Das Wetter war, ihr habt es gerade gesehen und ich bin jetzt von Pizzeria zu Pizzeria gefahren. Es war 10 von 10, aber es sieht nach Gewitter aus. Da ist es noch deutlich heller als da und es fängt schon leicht an zu tröpfeln. Man sieht es noch nicht. Aber es regnet, ja. Es wird jetzt gleich regnen und zwar richtig. Wir gehen rein. Aber ich muss auch hier wieder sagen, der Laden hat so was ganz Eigenes, habe ich noch nie gesehen. So Fliesentische, Holunderblüten in Vasen, so random, aber ist irgendwie cool. Findest du cool?
süß. Ich habe es, bis ich bezahlt habe. Dann haben die mir so Melone angeboten mit so einem Schinken. Kennt man ja, gell? Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, ist kein echter Schinken. Habe ich gefragt, so, was das ist so. Und dann meinte er, ja, ist veganer Schinken. Ich so, okay. Er so, ja, Bro, das ist ein veganes Restaurant. Ich habe es nicht gecheckt bis da. Sprich für die Pizza. 100%. Seit wann gibt's euch? Letzten Sommer. Hier kommen viele Gäste her, die gar nicht checken, dass ihr vegan seid, oder? Genau. Okay. Die ganze Zeit, alles vegan, alles vegan. Eat pretty pizza. 100 Leute aus München haben mir diese Pizza am meisten empfohlen. Insgesamt 9 Leute. Ich muss sagen, vom Bild her, schaut euch mal diese Pizza an. Ich habe selten so eine gute Pizza gesehen. Man kann hier diesen Rand, seht ihr das? Wie dieser perfekt aufgegangen ist. Leopardenmuster, Bro, das ist fast ein Krokodil schon. Wenn ich eine Pizza für mein Restaurant zum Fotografieren brauche, würde ich hierher kommen und sagen, mach mir diese Pizza einmal genauso, wie sie jetzt gerade hier steht. Der Rand ist zwar ein bisschen hell, aber... Ich muss sagen, auch wenn ich nicht der größte Fan von denen bin, sage ich dir ehrlich, Ciao Napoli, vom Geschmacklichen her, aber optisch kommt die sehr nah ran. Wir können auch das Format ins Leben rufen, 100 Kommentare unter meinem Video entscheiden, welche Pizza ich esse. Deswegen schreibt so viele Kommentare. Wenn ihr sagt, hey Randy, die und die Pizza hätte probiert werden müssen. Ich bin ehrlich, ich bin traurig, dass Lucanda Busento nur einmal genannt wurde, weil ich sage euch, das ist einer meiner Favorite Pizzen. Kleiner Side-Fact hier noch. Wir schneiden rein in diese Pizza. Der Boden, ey, ich will den einmal so zeigen. Nee, die reißt. Das ist jetzt so ein Käseersatz. Sieht aus wie ein Muschel. Ein Mushroom. Ach, Mushroom. Mushroom. Schau, Teig ist sowieso immer vegan an sich, aber trotzdem flasht mich einfach gerade. Vielleicht komme ich nochmal hierher und probiere mal eine so mit Fleisch, weil die da drüben ich haben. Ich hatte die Salami. Und die hat gut geschmeckt? Ich hab's nicht gemerkt. Du hast bei der Pizza Salami nicht geschmeckt, dass die vegan ist. Ich habe gemerkt, bis kurz vor Ende, während dem Essen, dass irgendwas nicht ganz so ist wie sonst. Das ist crazy, Bro. Wir probieren das letzte Stück für heute. Sehr dünner Boden, sehr lapprig. Boah, die Pizza ist krass, Bro. Die Pizza ist sehr gut. Am Ende des Tages, Boden sieht auch crazy aus. Die Tomatensauce unterscheidet sich sehr heftig. Das ist wie, wir sind wie so kleine Jellystücke. Die Tomatensauce ist ein bisschen eigen, aber ist vielleicht denen ihr Style. Geschmacklich ist sie aber lecker. Die Konsistenz ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schmeckt sehr nussig, ja. Schmeckt nussig. Aber nicht schlecht. Schmeckt gar nicht schlecht. Schmeckt aber nicht nach Käse. Das ist so das Ding, ja, der Käse fehlt darauf. Das muss man einfach sagen. Das ist halt, es fühlt sich nicht an wie eine Margarita, es fühlt sich an wie eine Marinara. Es sieht aus wie eine Marinara. Ich würde hier noch schwarzen Pfeffer wieder drauf machen. Und dann wäre sie so perfekt. Es ist einfach, wenn ich eine Margarita wählen würde, wäre es so Themaverfehlung in meinen Augen, weil das halt einfach kein Käse ist und es schmeckt auch nicht nach Käse. Aber es ist ein. Ist was Eigenes und man hat nicht das Gefühl, dass man eine vegane Pizza isst. Der Teig ist perfekt, finde ich. Ja. Tomatensauce ist gut für mich. Ist, glaube ich, ganz normale. So wie auf der. Da hätten wir jetzt eigentlich eine nehmen müssen, die. Wo mehr drauf ist, dass du wirklich sagen kannst. Aber am Ende des Tages wollte ich, dass es fair ist und ich bin ein Typ, ich esse immer Margarita. Somit habe ich jetzt hier auch eine Margarita genommen. Alle drei Spots, da könnt ihr sicher hingehen, ihr werdet eine perfekte Pizza für euch bekommen, die euch schmecken wird. Diese Pizza ist auch wieder sehr, 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 sehr stark on point. Diese Pizza hat meiner Meinung nach den perfekten Teig. Für mich die beste Margarita ist auf jeden Fall Soul Kitchen gewesen. Da sitzt für mich das ganze runde Paket. Aber der Teig hier ist auf jeden Fall für mich ein bisschen geiler. Und Pizza Mario ist schwer für mich da mit reinzuwerten. Für die gibt es den richtigen Moment. Das ist wie wenn du Ronaldo und Messi vergleichst. Ronaldo ist besser. Ist er auch. Ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Schreibt Städte rein, schreibt andere Ideen rein, die ihr habt. Macht keinen Sinn jetzt, aber wird später Sinn machen. Sorry guys, my native language is not German. Meine auch nicht, meines. Ich habe eine kurze Frage. Aber ich bin nicht aufgenommen. Kann ich dich auf einen Kaffee einladen? Verpiss dich, ey. Die dürfen in Uniform jetzt nicht, wie war das? Sonnenbrille auf oder ab? Wie du willst, okay. Wie du dich wohlfühlst. Lieblingspizza in München, auch auf. Boah, das ist dieses Lightskitch. Bro, er muss erst mal. Habt ihr vielleicht eine Lieblingspizza für mich, Jodo? No, I'm cycling from Albania. From Albania? Yeah. That's crazy, bro. Good luck. Cheers. Now, you should take my camera now and interview me. I'm a photographer. Ask me. Why are you doing this? No. What's ask the me the question. Oh, right. Ich brauch dich kurz, mein Bruder. Ich frag 100 Münchner. Ich bin Braunschweiger. Yeah, no clue. Broski, danke schön. Ich hätte eine ganz kurze Frage. Ich bin ready. Ja, ich noch nicht. Darf ich schon? Ja, okay. Ein Kumpel von mir schaut dir immer deine Videos. Du nicht? Vielleicht bald, wenn du selber machst drin so bist. Du machst so viel Food-Content dann. Genau. Du meinst jetzt die Art. Fragst du nochmal oder? Filmst du mich oder machst du ein Foto? Ich film dich. Deutschland 2-1 auf jeden Fall. Hab ich auch gesagt. Muss. Ja. Muss. Ja. Mein Lieblingspizza einmal. Danke.
Ganz klassisch, Margarita, super Teig, voll Käse, alles. Sie auch ins Video? Sie kommt auch ins Video. Wie heißt sie denn? Nala. Grüß dich, Nala. Hast du auch eine Lieblingspizza? Pferd, glaube ich. Deutschland rasiert heute. Natürlich 6-0. Ich Let's weiß go. Leider gar nicht. That's it, oder wie? Boys, seid ihr aus München? Ach so, ich habe gedacht, ihr gehört zusammen. Polizei, ich brauche euren Support. Wenn ihr mich seht, Polizisten, ich brauche euren Support. Ich will euch im Video haben. Darf ich mir verwenden? Klar, natürlich. Schönen Tag, bye bye. Viel netter, als ich dachte. Ja, es gibt so viele Menschen. Es ist, man schätzt so viele Menschen falsch ein. Ja. 3, 2, 1. Shorty. Du hast es nicht gesagt. Hast du schon runtergezählt? Ja, natürlich. Leroy Sané, darf ich dich ganz kurz stören? Nee, eigentlich nicht. Ey, das ist eines der spaßigsten Videos, die ich in meinem Leben gedreht habe. Weißt du, wie heiß das ist, Digga?